Dann würde ich sagen, suchen wir doch einfach, so einfach mal den Händler zurecht, zusammen. Ich hoffe, das war auch wirklich der gewesen, wo ich jetzt hinreite. Weil sonst muss ich da gleich mal einen kurzen Cut machen und mich erst informieren, wo der Händler steht, der einen die Taschenplätze erweitert. Aber normalerweise müsste der jetzt hier links um die Ecke sein. Was ist denn das? Ach, hör auf. Was ist das denn? Schneekampf? Nee, ach, nee, möchte ich nicht. Ich habe jetzt jetzt sowieso keinen Bock mehr auf irgendwelche... Ich sehe nichts. Jetzt habe ich sowieso keinen Bock mehr auf irgendwelche... na, wie heißen sie? Auf irgendwelche Weihnachtsquests? Moment, das ist falsch. Muss ich mit der quatschen? Bank? Hä? Scheiße, war nicht hier? Wo war denn der alte Lappen? Oder ist der das hier? Ach da, Inventar erweitern, okay. Für 15 Silber auf jeden Fall. So, wie oft können wir das noch machen? Inventar erweitern für 3 Gold. Machen wir auch. Sehr schön. 80 Gold. Wolltest du mich verarschen? Euch hat wohl jemand hereingelegt. Für 100 Gold. Ja komm, 100 Gold machen wir auch noch. So, aber jetzt... Achso. Ihr könnt euer Inventar jetzt nicht erweitern. Auf jeden Fall... Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was an Gold ausgegeben, aber dafür auch ordentlich Taschenplatz. Das sollte doch erstmal reichen für den Anfang. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal abgeschlossen und können uns wieder auf den Weg zurück... Moment. Wo ist der Händler für Spezialwaren? Wo haben wir den hier auf der Karte? Magierlehrer, hier ist ein Rufhändler, Teleportal, Allianz Torwächter, okay. Gibt es hier gar keinen Händler für Spezialwaren? Eingang zum Flammentiegel, ne, schade, gibt es keinen Händler für Spezialwaren. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurückfliegen. Naja, gut, dafür, dass wir jetzt so riesengroße Taschen haben, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Dann können wir auch direkt wieder zurückfliegen. Und dann machen wir uns auf ins nächste Gebiet. Und da müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Da müssen wir nach Georif. Von hier aus können wir da auch definitiv nicht hinfliegen. Da müssen wir erst wieder nach Alemantaya fliegen. Oder nach Kaya-Tor. Aber Kaya-Tor brauchen wir jetzt noch nicht hin. Da haben wir noch nicht das Level für. Das Kaya-Tor ist nämlich das Gebiet der... das ist die Hauptstadt der Aman. Der Rasse Viecher, die wir spielen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, mit meinem Priester bin ich da auch noch gewesen. In Aman. Aber da bin ich dann, habe ich dann auch nicht mehr weitergemacht. Ich glaube, so war das gewesen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ist ja auch egal. Wir werden es ja dann sehen. Und wenn es soweit ist, kann ich euch dann auch sagen, ob es da gewesen ist oder nicht. So, jetzt erstmal wieder zurückfliegen. Nochmal zwei Fliegen. Einmal nach Alemantaya und dann einmal zu der Stadt, wo wir hin müssen. Wo es dann für uns weitergeht. Monsterjäger, Taku. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja eigentlich auch mal bei den Erfolgen gucken. Was haben wir denn da als letztes gemacht? Der Tod ist erst. Ihr habt einen Vorgeschmack auf den Tod erhalten. Unangenehm. Erster Tod. Ne, Moment. Bilanz? Was war? Achso, da. Abgeschlossene Quest. Vision des Schicksals. Vision des Schicksals. Okay. Aha, aha, aha. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie war denn das mit den Titeln? Da war es nicht. Das kann ich jetzt so auch nicht mehr zumachen. Müssen wir I wieder zumachen. Drücken wir mal bei P. Achso, ja, okay, da bei P war das mit den Titeln. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da so an neuen Sachen haben. Weil ich würde mir gerne auch mal wieder einen neuen Titel zulegen. Damit wir öfters mal was Neues haben. Schade, dass das jetzt währenddessen nicht geht. Aber nun gut. Ich muss schon sagen, es ist schon echt eine hübsche Stadt hier. Gefällt mir so vom Style her sogar noch besser wie Velika.
Allerdings so von der Weitläufigkeit in der Stadt selbst finde ich das nicht ganz so toll. Weil wenn man sich da mal die Wege anguckt, okay, es gibt überall in der Stadt verteilt auch Teleportale, wo man sich hin und her teleportieren kann. Aber sonst so furchtbar. Die Hochelfen sind schon ein wenig bekloppt. Da unten würde ich gerne mal schwimmen gehen. Das sieht nämlich echt toll aus. Richtig schön kristallklares Wasser. Aber nun gut, auch das ist uns nicht vergönnt. Denn wenn wir da schwimmen gehen würden, würden wir nie wieder rauskommen. Das ist einfach nur grafisch gut schön dargestellt. Und man sieht es auch da unten, da sind zwar Türen, aber die Türen sind mit Stein zu. Und da geht es überhaupt nicht weiter. Hier wäre ein Eingang und ein Ausgang, den ich noch nie benutzt habe. Wo führt der eigentlich hin? Ach, das ist der da hinten. Okay. Okay. Sag mal, wolltest du jetzt mal landen oder wolltest du erst noch einen Stadtrundflug machen, Mensch? Ja, geht doch. Dass man immer erst schimpfen muss. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ach, guck, da kommt auch unser Freundchen an. So, und von hier aus fliegen wir dann weiter. Scheiße, wo war das jetzt, wo wir hin sollten? War das hier? Akarum? Ölfeld? Hallo? Georiff, Moment, da muss ich erstmal gucken, was da in der Nähe ist. So, das ist Velika, ist klar. So, was haben wir denn da? Ist doch Akarum, wolltest du mich verarschen? Wieso steht denn da Georiff? Achso, ja, Georiff ist der Typ, den wir ansprechen müssen, okay. Das erklärt natürlich einiges. Gut, Pegasus nach Akarum. Dranbleiben. Akarum, da ist es. Ab hin. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Es müsste, glaube ich, das Vorgebiet der nächsten Instanz sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hatte ich ja auch schon von erzählt, die Krypta des Nekromanten müsste es sein. Und die Krypta des Nekromanten habe ich auch noch mit meinem Priester gespielt. Da habe ich sogar geheilt. War ziemlich fies, da zu heilen. Weil wenn die Leute da nicht Movement bewiesen haben, da ist der Heiler teilweise nicht hinterhergekommen. Aber auch der Heiler musste Movement haben. Ich muss sagen, hier in Terra ist es sowieso wesentlich schwerer zu heilen wie in WoW. In WoW hat man ja alle möglichen Add-ons. Ich weiß nicht, ob es die hier in Terra auch gibt, habe ich mich noch nie so wirklich mit befasst. Aber halt in Terra, da musst du teilweise ziemlich dicht am Tank dran stehen, um da überhaupt gute Heilung rauszubekommen. Vor allen Dingen dann auch die starken Heilungen. Die haben ja dann immer so einen kleinen Kringel vor ein, wo die Leute drinstehen müssen, damit die geheilt werden. Ist schon teilweise recht kompliziert, das Heilen hier. Aber ich habe es immer recht gut hingekriegt. So, jetzt müssten wir gleich aus dem Stream hier wieder rauskommen und dann müssten wir im neuen Gebiet sein. Da sind wir auch schon. Oh, hier scheint es windig zu sein. Und was sehen wir denn da alles? Sieht aus wie eine große Zitadelle. Au, und wir sind im Steh angekommen. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Das war auch ein recht geiles Gebiet, weil es einfach mal wieder was völlig anderes war wie alles andere zuvor. Man könnte auch fast sagen, das ist hier schon fast so ein Weihnachtsgebiet. Hier kommt der Weihnachtsmann von Terra her, würde ich schon fast sagen. Na gut, wir müssen jetzt erstmal landen. Jetzt gucken wir uns nochmal ein bisschen um, jetzt wo wir eine bessere Sicht haben. Ja, und da sieht man schon, das ist eine riesengroße Zitadelle, wo wir später auch noch uns drin aufhalten werden. In dieser Zitadelle ist übrigens dann auch die Krypta des Nekromanten, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich was vor uns. Da unten ist auch irgendwie ein Instanzeingang. Oder war das ein Instanz? Ich weiß es gar nicht genau. Ach, mir fällt gerade ein. Ich wollte ja sowieso mal was nachgucken. Wir haben ja jetzt Tourist in Akarum. Okay. Ja, Nekromantenkrypta haben wir noch über. Das ist mit Level 41. Müssten wir auf jeden Fall sehen, dass wir da auch bald mal reinkommen. Weil wer weiß, wie lange die uns noch zur Verfügung steht. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall erstmal gelandet. Das ist schon mal schön. So, auf ins Städtchen. Ins idyllische Weihnachtsstädtchen. Oder besser doch gesagt, ins idyllische Winterstädtchen.
Und dann haben wir jetzt auch fast zwei Parts vertrödelt, damit dass wir uns größere Taschen besorgt haben. Aber immerhin haben wir jetzt größere Taschen. Und dann brauchen wir das nicht mehr machen, weil größere Taschen kann man sich jetzt auch so nicht mehr kaufen. So, was haben wir denn hier? Besser spät als nie, nehmen wir auch sofort an. Oh, haben wir sogar schon fertig. So. Zenobias Verlust. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Soweit es sich sagen lässt, löste eine Mana-Fluktuation entlang der Küste den verrückten Sturm aus. Er gefror das Wasser und alles, was darin war. Kinans von der Forschungsstation in der Gletscherbucht hat die Aufsicht über die Mana-Wellen-Messgeräte. Sie hat um Hilfe gebeten. Ich werde tun, was ich kann. Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Die Mana-Flussgeräte müssen wir kalibrieren anscheinend. Kinans, wo bist du? Ach, da oben müssen wir jetzt also hin. Da ist der Mahlstrom. Gab es den Mahlstrom nicht auch wie heißt es denn? Der Mahlstrom, den gab es auch in World of Warcraft, meine ich. Der kam doch dann mit Kataklysmen dazu oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal hier. Ich weiß nur, das Gebiet war so auch so vom Optischen her sehr schön anzusehen. Auch da, wo es jetzt für uns hingeht, war sehr schön anzusehen. Aber wartet einfach ab, bis ich da bin. So, wir müssen jetzt hier raus und dann erstmal hier oben hin. Dann kommen wir ja doch noch nicht in da, sind wir ja doch hier noch nicht am Questen in dem Gebiet, wo es die Instanz gibt. Was ist das eigentlich hier? Eingang zu Syratis Gipfel. Aber Moment, ich kann euch mal eben ganz kurz zeigen. Hier ist die Zitadelle des, was ist das? Scheiße. Zitadelle des der Folter. Genau. Da kommen wir hier, glaube ich, rein. Was haben wir da? Ach, guck. Kommen wir da rein. Dann können wir hier die Treppe hoch. Können wir nochmal die Treppe hoch. Können nochmal die Treppe hoch. Und nochmal die Treppe hoch. Und nochmal die Treppe hoch. Und ihr seht schon, wie wie viele Treppen wir da haben. Dann können wir jetzt theoretisch hier runter. Kommen wir wieder völlig woanders hin. Also das... Ach du Scheiße, was ein Irrgarten. Und da ist dann irgendwo die Krypta des Nekromanten. Aber fragt mich nicht, wie wir da hinkommen. Also da könnt ihr euch jetzt schon sicher sein, da in der Zitadelle werden wir uns definitiv das eine oder andere Mal verlaufen. Okay, der Weg nach ganz oben ist ja nicht so schwer. Das ist ja ein großes Treppenhaus. Aber der restliche Weg, das wird eine Qual sein. Und hier war dann auch meistens die Stelle, wo sich die Leute dann immer die Schriftrollen gekauft haben, um zu der Instanz hin zu teleportieren, wenn die Gruppe dann mal gewiped ist. Nun ja. Und man sieht schon, hier sind auch wieder etwas andere Viecher, wobei die haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das sind wieder so Skelettreiter. Naja. Schauen wir mal. So, was machen wir? Da haben wir wieder ein Lager gefunden. Wir nehmen jetzt erstmal alles an Quests an, was wir so annehmen können. Bevor wir die Handlungsquest wieder angehen. Ah, schon wieder so viele Erfahrungspunkte, ich weiß nicht. Keine Ehre ist wie Soldatenehre. Ja, keine Ehre ist wie Soldatenehre, soll mir recht sein. Hoffentlich sind da jetzt keine BEM-Quests dabei. Ich habe da nämlich noch nicht drauf geachtet. So, nehmen wir den noch an. Ah, die sind auch recht winterlich angezogen, wenn man sie sich so anguckt. Können wir da näher ran scrollen, können wir mal eben gucken. Ist schon ganz schick, das Outfit. Hätte ich auch ganz gerne. Das muss man Terra ja lassen. Also die Outfits, die sind echt alle sehr stylisch gehalten. So, den nehmen wir auch an. Und dann können wir die Hauptquest weiter verfolgen. Und hier auch wieder weit und breit kein anderer Spieler. Keine Ahnung, ob das mittlerweile ein toter Server ist oder was. Wobei, ja, so tot ist er nicht. Ab und zu sieht man ja mal ein. Aber nun gut, sprechen wir den erstmal an. Ist auch wieder ein... Sag mal, bist du nicht ein bisschen luftig angezogen für diese Kälte hier? Bauchfrei würde ich so in... Und na, sagen wir mal nichts so. Ach, guck mal, ein Mädchen von unserem Stamm. Auch ein hübsches... auch eine hübsche.
Aber nun gut, wir haben keine Zeit zu flirten. Wir müssen hier weiter die Welt retten.